Hallo und willkommen zu diesem Video. Ihr kennt ja sicherlich den Spruch, der Ton macht die Musik. Ja, aber auch das Bild, das ist wichtig. Damit meine ich nicht das Bild von der Kamera, sondern die Beleuchtung, die man bei Indoor-Aufnahmen wie dieser hier benutzt. Ja, und das ist mir vor allem aufgefallen, als ich mein Video China Bikes geschnitten habe. Ich war da einfach total überbelichtet und die Farben waren einfach kalt. Außerdem ist es immer lästig, diese großen, sperrigen Softboxen aufzustellen. Das ist ziemlich nervig, muss ich zugeben. Und da dachte ich, da muss ich einfach mal was ändern. Ja, da ich keine Ahnung hatte von Beleuchtung, habe ich mich einfach mal beraten lassen und so mein Beleuchtungsequipment aufgerüstet. Ich wollte etwas, das man mobil nutzen kann, das mit einem Akku betrieben wird, das einfach viel kompakter ist, wo ich die Helligkeit einstellen kann, wo ich die Farbtemperatur einstellen kann und ja, wo der Aufbau auch sehr schnell geht. Ja, und so bin ich jetzt hier bei der Beleuchtung von Sion gelandet. Vor mir leuchtet gerade die Sion Cinepeer CX100 Leuchte. Außerdem hatte ich den Wunsch, ja, den Hintergrund so ein bisschen bunter gestalten zu können, ja, ohne die Farbrolle zu benutzen, sondern das Ganze einfach durch Beleuchtung. Und so bin ich bei zwei zusätzlichen RGB-Spots gelandet, den Sion 5-Ray M20C. Wie das Ganze aussieht, das habt ihr vielleicht schon in meinem Insta360 Ace Pro Review gesehen. Da hatte ich die Beleuchtung auch schon im Einsatz. Und wenn man die beiden Videos, China Bikes und das Review zu Ace Pro miteinander vergleicht, da sieht das Ganze doch jetzt viel besser aus. Oder was meint ihr? Und so sieht sie aus, die Cinepeer CX100. Sehr kompakt von den Abmessungen her. Und das ist eine sogenannte Chip-on-Board-Leuchte. Hier seht ihr nämlich den LED-Chip. Wie der Name schon sagt, 100 Watt Leuchtkraft. Und die Helligkeit wird angegeben in Lux. 3840 Lux hat die CX100. Damit ihr das Ganze besser einordnen könnt, wie viel das ist, diese kleine Busch und Müller Ixon Rock Leuchte hat 100 Lux und die leuchtet schon ziemlich hell. Ja, aber die CX100 ist fast 40 mal so hell. Wenn ich mich hier drin filme, dann stelle ich die Helligkeit immer runter, so auf ungefähr 20, 25 Watt. Aber draußen, da sind natürlich mehr Watt immer von Vorteil. So habe ich hier die CX100 auch schon bei der Fahrradmontage benutzt. Draußen war es schon dunkel, aber ich hatte hier meine CX100 einfach dabei und hatte einfach meine kleine Sonne mit im Rucksack, weil mit 710 Gramm kann man sie überall schön mitnehmen. Hier vorne ist so ein kleiner Adapter, da kann man den im Lieferumfang mitgelieferten Diffusionsschirm montieren. Und genau so habe ich gerade das Intro gedreht und auch das Ace Pro Review. Also ohne große Softbox, einfach nur mit diesem kleinen Diffusionsschirm. Wer möchte, der kann natürlich auch noch viel weiteres Zubehör anschließen. Große Lampenschirme zum Beispiel. Da gibt es dann hier so einen Bowens-Adapter. Bowens ist so ein Standard. Ja, die professionellen Filmer und Fotografen werden das schon kennen. Da kann man dann wirklich riesengroße Softboxen anstöpseln. Aber mir reicht das schon mit dem kleinen Diffusionsschirm. Eingeschaltet wird die CX100 mit einem kurzen Tastendruck und danach mit einem langen Tastendruck. So möchte man verhindern, dass man die Lampe versehentlich einschaltet. Diese wird nämlich im Betrieb warm, deswegen ist hier hinten auch ein sehr großer Lüfter verbaut und den hört man im Betrieb so gut wie gar nicht, insbesondere wenn man ein Lavaliermikrofon benutzt, wie ich es mache. Steuern lässt sich das Ganze hier mit Drehrädchen. Oben ist einmal ein Drehrädchen für die Farbtemperatur. Diese geht von 2700 Kelvin bis 6500 Kelvin und hier unten, da kann man dann die Helligkeit einstellen, also wirklich sehr hell. Und ihr seht es schon, ich habe hier kein Kabel angeschlossen. Die Lampe funktioniert hier auch mit einem Akku. Dieser sitzt nämlich hier auf der rechten Seite. Der integrierte Akku, der hält bei 100 Watt ca. 30 bis 40 Minuten und bei 20 bis 30 Watt ungefähr 3 Stunden. Da ich ja für meine Indoor-Aufnahmen circa nur eine Helligkeit brauche von so circa 25 Watt, konnte ich dann mein Insta360 Ace Pro Review komplett ohne externe Stromversorgung drehen, einfach hier durch den integrierten Akku von der CX100. Ja, und die CX100, die kann man mit 100 Watt laden. Da ist ein USB-C-Port vorhanden. Da kann man dann einfach ein 100 Watt Netzteil anschließen oder eine 100 Watt Powerbank, zum Beispiel eine von Anker, die kann ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken.
Und hier seht ihr die Leuchte, die hat Viertelzollgewinde. So kann man dann die Lampe ganz einfach auf ein ganz gewöhnliches Videostativ aufschrauben und der Aufbau geht sehr viel schneller als bei einer Softbox. Und der große Vorteil für mich, man kann die Helligkeit einstellen, man kann die Farbtemperatur einstellen. Das geht nämlich bei einer Softbox nicht, die ist immer gleich hell und die Farbtemperatur, die ist ja von der Birne vorgegeben. Und ich bin der Meinung, das Ganze lohnt sich. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das Licht in meinem Insta360 Ace Pro Review gefunden habt. Und während ihr fleißig Kommentare schreibt, packe ich meine CX100 wieder auf mein Videostativ und dann zeige ich euch meine kleinen RGB-Spots. Eine Seite vom Hintergrund ist jetzt nicht mehr bunt beleuchtet. Eine der beiden M20Cs halte ich jetzt nämlich hier in meiner Hand. Und ich schraube die einfach immer auf solche Selfie-Sticks drauf, die so einen eingebauten Stativ haben. So kann ich dann die Lampen beliebig im Raum positionieren und angeschraubt werden sie an das Stativ einfach mit einem Viertelzollgewinde. Auch diese M20C-Leuchte hat einen integrierten Akku, der sich ebenfalls mit USB-C aufladen lässt. Und die Farbtemperatur lässt sich einstellen von 2500 Kelvin bis 10.000 Kelvin. Also man kann da wirklich jede x-beliebige Farbe nehmen. Ähnlich wie die CX100 wird die M20C mit einem kurzen Tastendruck und mit einem langen Tastendruck gestartet. Und da seht ihr hier schon mal einen Unterschied. Hier hat man ein Display und so kann man die Einstellungen ganz genau ablesen. Jetzt springe ich mal einmal hier runter. Ihr seht, ich habe jetzt hier so ein Rosa ausgewählt. Und wenn ich hier fleißig am Drehrädchen weiterwähle, kommt dann Stück für Stück die nächste Farbe zum Vorschein. Außerdem gibt es hier noch so verschiedene Effekte, die man hier auswählen kann. Hier beispielsweise mal so ein Disco-Effekt. Und ja, das Ganze wirklich sehr gut einstellbar mit dem Display. Ich habe ja hier die M20C-Variante, also die Combo-Variante. Da ist auch gewisses Zubehör dabei. Wie beispielsweise einmal hier dieses Scheunentor. Dafür gibt es bestimmt noch einen viel besseren Fachbegriff, aber ich nenne es jetzt einfach mal Scheunentor. So kann man dann den Abstrahlwinkel von der Leuchte beliebig einstellen. Und das Ganze ist hier sehr praktisch gelöst, weil das Ganze ist hier magnetisch. Also man kann es ganz einfach an- und auch wieder abmachen. Und hier seht ihr beispielsweise ein Gitter, das noch mit dran montiert ist. Auch das lässt sich abnehmen. Und da seht ihr dann gleich ja, diesen Diffusionsschirm, der schon mit dran ist. Und ja, ich bin der Meinung, dass ich hier mit der CX100 Leuchte und mit diesen kleinen Spots meine Videos ja ziemlich gut aufwerten kann. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch mit der Thematik zu beschäftigen. Vielleicht seid ihr ja auch auf dem Weg, Hobbyfotograf oder Hobbyvideograf zu werden. Da ja, könnt ihr gerne mal reinschauen in der Videobeschreibung. Da habe ich euch die Links zu den Leuchten reingepackt. Außerdem gibt es noch Rabattcodes, die zeitlich befristet sind. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und dass ihr mich auf meinem Weg weiter begleitet, wie ich jetzt hier meine Indoor-Videos weiter Stück für Stück aufwerte. Und ja, ich sage jetzt wie immer, ciao, ciao und bis bald und hoffe, dass euch das Video gefallen hat.